Ja, aber bei uns geht es jetzt gleich musikalisch weiter. Ob die immer so lange aus sind, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass sie total verliebt sind in die Volksmusik. Ja, und sie kommen von weit her aus Nordrhein-Westfalen, hast du gesagt, oder? Genau, im Westen von Deutschland. Und sie stehen jetzt auch schon seit sehr vielen Jahren gemeinsam auf der Bühne. Und liebe Zuschauer, Sie kennen sie vielleicht aus ihren Videos bei uns im Programm. Zum Beispiel ein ganz großer Hit von ihnen war Alpensterne spielen heute auf. Und heute tanzen sie jetzt mit uns Borisch. Ja, und die Videos laufen wirklich auf und ab und sie haben eine große Fangemeinde bei VolksTV. Und deshalb geben wir jetzt die Bühne frei für die Alpensterne! Wohl auf der ganzen Welt, des Querdenz ist doch klar, ist aus Amerika. Walzer wird in Wien getanzt, der Tag hier in Athen. Doch für die Leute vom Alpenland, da kann's nur Borisch gehen. Mann, da haltet Borisch Tanz, halt da los, mach's krachen, auseinander und wieder zusammen, Agau, die wollen wir machen. So wie vor 100 Jahren. Auch jetzt holt's die Weiber her, Borisch ist nicht schwer. Borisch tanzen, das ist cool. Von Ischke bis nach Kitz, vom Teenie bis zum Kreis, da feiert keiner Leis. Stampfen fest im Zirchendieb, da gruft ein jedes Lied. Ja, wenn der Sound ins Tal rausschallt, das ist schon wieder halt. Mann, da halt mit Borisch Tanz, halt da los, mach's krachen, auseinander und wieder zusammen. Agau, die wollen wir machen. So wie vor 100 Jahren. Auf geht's, holt's die Weiber her. Borisch ist nicht schwer. Mann, da hört mit Borisch Tanz. So wie vor 100 Jahren. Auf geht's, holt's die Weiber her. Borisch ist nicht schwer. Unsere Alpensterne aus Nordrhein-Westfalen mit einem Borischen.